Es ist passiert! Endlich! Nach so langer Zeit, nach so vielen Monaten! Auf der E3 2019 Direct von Nintendo haben wir das erste Mal Gameplay von Animal Crossing für die Switch zu sehen bekommen. Doch nicht nur das, direkt anschließend im Treehouse gab es eine 30-minütige Präsentation des Spiels, wo es Unmengen an Infos gab. Mit diesem Video möchte ich diese daher ein bisschen zusammenfassen. Falls ihr allerdings sagt, hey, ich möchte gerne das 30-minütige Gameplay sehen, dann findet ihr auf meinem Let's Play-Kanal eine Übersetzung der ganzen Geschichte. Dort erhaltet ihr im Großen und Ganzen dieselben Infos, allerdings ungeschnitten. Solltet ihr allerdings sagen, hey, ich möchte die kompakte Version haben, dann seid ihr hier genau richtig. Zuallererst das Offensichtlichste, der Name. Anstatt einfach nur Animal Crossing heißt das Spiel jetzt Animal Crossing New Horizons. Oder auch auf Deutsch Neue Horizonte. Und wie der Name schon verspricht, möchte man sich hier neuen Horizonten öffnen und euch vieles ermöglichen, was vorher nicht möglich war. Anstatt dass ihr, wie in den alten Spielen, in ein vorgefertigtes Dorf zieht und nur bedingt in die Vorgänge eingreifen könnt, seid ihr in diesem Spiel der Besitzer einer ganzen Insel. Mithilfe des Reif für die Insel-Pakets von Tom Nook, dem allseits bekannten Tanuki aus den Vorgängern, sind wir nun im Besitz einer kompletten Insel, welche wir nach unserem Bedarf einrichten können. Die Entscheidung, dem Spieler eine ganze Insel zu geben, kam aus dem Wunsch, dem Spieler noch mehr Freiheiten in der Gestaltung seines Dorfes zu ermöglichen. Ein logischer Schritt nach New Leaf, wo man bereits sehr viel in das Aussehen seines Dorfes eingreifen konnte. Allerdings Bewohner trotzdem immer noch auf die Blumen gezogen sind. Man startet das Spiel ohne irgendwas, sondern muss sich alles selber zusammenbauen oder kaufen. Das Selberbauen geschieht durch Do-it-yourself-Rezepte, welche ihr dadurch bekommt, dass ihr verschiedene Items in der Welt aufsammelt und dann nutzen könnt, um im Gemeinschaftscenter an der Werkbank eigene Gegenstände herzustellen. Von Schaufeln über Angeln bis hin zu Waschbecken könnt ihr dort alles kreieren, was ihr für das Leben auf der Insel braucht. Doch keine Sorge, wenn ihr keine Lust auf Craften habt, dann könnt ihr euch von Tom Nook und Nap ebenfalls alle möglichen Dinge kaufen. Schon bald bekommt ihr euer erstes Zelt und das erste große Feature des Spiels. Ihr könnt eure Bauten überall platzieren. Ihr wollt am Strand wohnen? Kein Problem. In New Horizons ist dies nun möglich. Und auch wenn das Spiel wie ein Survival-Spiel aussieht, muss man sich hier keine Sorgen machen. Ihr könnt euer Zelt natürlich in ein vollwertiges Haus ausbauen. Doch nicht nur das, ihr könnt ebenfalls sämtliche Items überall auf der Map platzieren. Ähnlich wie ein Happy Home Designer könnt ihr diese Items auch in halben Schritten verschieben, anstatt in ganzen. Damit habt ihr fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr wollt eine Einkaufsmeile? Durch die Tatsache, dass ihr überall Items platzieren könnt, könnt ihr genau diese selber bauen. Solltet ihr die Items allerdings als Plattform platzieren wollen, anstatt diese als ganzes Item zu bauen, könnt ihr einfach Item ablegen wählen. Wie bereits erwähnt, wenn ihr keine Lust habt, selber anzupacken, könnt ihr die größten Dinge ebenfalls Tom Nook und seinen Neffen überlassen und das Spiel wie ein altes Animal Crossing spielen. Sammelt dort einfach Gras, Holz, Steine, Früchte und so weiter und verkauft diese für einen Haufen Sternis bei Tom Nook bzw. Nap und Schlepp und heuert diese anschließend an, eure Sachen zu bauen. Doch gibt es nicht nur Sternis, sondern auch sogenannte Nook-Meilen. Diese bekommt ihr sowohl für das Fliegen auf eure und andere Inseln, als auch dafür, dass ihr für das Allgemeinwohl der Insel sorgt. Bäume abholzen, Gras rausreißen, Früchte anbauen. Es gibt viele kleine Challenges, die ihr erledigen könnt, um diese Meilen zu sammeln, welche ihr anschließend für spezielle Gegenstände eintauschen könnt. Ebenfalls neu ist das Nook Phone, ein Handy, welches euer Bewohner jederzeit mit sich herumträgt. Auf eurer Insel können nun maximal 8 Bewohner wohnen, von denen 4 zusammen an einer Konsole spielen können und mit Hilfe des Nook Phones könnt ihr diese Bewohner zu euch rufen, um euch bei diversen Dingen zur Hand zu gehen. Kooperation steht hier im Fokus, da nun zusammen an Items gearbeitet werden kann, um diese zu verbessern. Ihr möchtet ein Lagerfeuer machen, aber euch fehlt das Holz dafür? Vielleicht hat ja genau euer Mitspieler das, was ihr braucht. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass der Sound eine wichtige Rolle einnimmt. Man wollte hier durch das Benutzen natürlicher Klänge ein immersives Gefühl erzeugen. So hat man zum Beispiel für das Laufen im Sand aufgenommen, wie jemand im echten Leben durch Sand lief. Oder wenn ihr Gras rausreißt, hört man den Sound von jemandem, der Gras rausgerissen hat. Ebenfalls spielt der Wind eine wichtige Rolle, denn die Blätter in den Bäumen wehen nun passend zum Wind. Je stärker der Wind, desto stärker das Wehen in den Bäumen. Wie beim 3DS gibt es auch hier wieder eine gesamte Karte des Dorfes bzw. der Insel. Hier sehen wir sowohl den Marktplatz als auch einen Flughafen, welcher dieses Mal die Verbindungsmöglichkeit zu anderen Inseln darstellt und ein paar Zelte der Bewohner und von uns. Anhand der Größe der Icons können wir abschätzen, dass die Größe der Map durchaus mit der Größe der 3DS-Map übereinstimmt, wenn nicht sogar größer ist. Weiterhin gibt es ebenfalls voranschreitende Zeit- und Jahreszeiten. Doch wurden diese nun auf weltweite Verhältnisse angepasst. Wo das Spiel vorher nur in der nordischen Hemisphäre spielte, gibt es nun die Möglichkeit auszuwählen, dass man in der südlichen lebt, um dort die passenden Jahreszeiten zu bekommen. Abhängig vom Wetter und der Jahreszeit könnt ihr auf der Map daher verschiedene Pokémon fangen. Nee, warte, falsches Spiel. Ein weiteres interessantes Feature ist der Fotomodus, welcher das erste Mal in New Horizons mit dabei ist. Zwar ist es bisher nur möglich, Filter zu ändern, etwas heranzuzoomen und den Ausdruck des Charakters zu ändern, doch vielleicht können wir bis zum Release ebenfalls die Kamera etwas anpassen. Alles in allem waren das die wichtigsten Informationen aus der Treehouse-Präsentation, doch gibt es noch einige Kleinigkeiten aus dem Trailer, welche mir auffielen und ich jetzt einfach mal ungeordnet aufzähle.
Wir spielen immer noch auf einer Rolle und nicht auf einer geraden Welt bzw. abgegrenzten Bereichen wie aus dem ersten Animal Crossing Teil. Man bekommt Holz dadurch, dass man Bäume schüttelt. Für hartes Holz benötigt man eine Axt. Bäume bekommen keine Hackmarkierung mehr, wenn man sie mit der Axt schlägt. Man kann Steine zerstören. Anstatt Brücken zu bauen, kann man mit Hilfe eines Sprungstabs Flüsse überqueren. Man kann Bäume einfach so ausgraben und neu platzieren, ohne sie abzuholzen. Man kann nun Wege mit einer Schaufel anlegen, anstatt ewig lange drüber laufen zu müssen. Es ist nun möglich, dass insgesamt 8 Spieler in eurer Stadt herumlaufen können. Der erste Einzug auf die Insel beläuft sich auf 49.800 Sternis. Und hier noch ein paar random Sachen aus der Treehouse-Präsentation selbst. Äpfel machen ein Comeback. Das ist nett zu sehen. Es verstecken sich Muscheln im Sand, die wir anschließend ausgraben können. Man kann Kalmare fangen. Im Fotomodus gibt es einen normalen Filter, einen glamourösen Filter, einen dramatischen Filter, einen antiken Filter, einen fluffigen Filter, einen Filmfilter, einen süßen Filter und einen Monochromfilter. Man kann anschließend aus 8 verschiedenen Emotionen auswählen. Die Begrüßung am Anfang der Treehouse-Präsentation wurde eigens für die Treehouse-Präsentation kreiert. Mit Hilfe von ZL kann man das Menü öffnen. Es gibt 20 Itemplätze im Menü, wobei wir davon ausgehen können, dass Klamotten tatsächlich nun ein eigenes Untermenü besitzen. Im Shop von Nap können wir zwischen Möbeln und verschiedenen Items wählen. Im Multiplayer folgt die Kamera dem Spieler mit der Fahne über dem Kopf, doch diese Fahne kann ebenfalls an den anderen Spieler abgegeben werden. Wenn man dem anderen Spieler davonläuft, wird dieser automatisch zum ersten Spieler zurückteleportiert. Und auch wenn sie weder im Trailer noch im Treehouse zu sehen war, ist es bestätigt, dass Melinda natürlich auch in New Horizons wieder mit dabei ist. Und natürlich kommt jetzt hier auch von einigen die Frage auf, was halte ich denn von der ganzen Geschichte? Denn viele gucken die ganze Sache hier natürlich auch nur, weil sie meine Meinung hören wollen. Und die möchte ich euch natürlich gerne mitteilen. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Also, ich glaube, meine Reaktion hat für sich gesprochen, dass ich einfach die halbe Bude einfach zusammengeschrien habe und aus gutem Grund. Ich sah jetzt relativ viele Leute, die zum Beispiel gesagt haben, sie finden den Grafikstil nicht schön und sie finden die Inselidee einfach echt voll doof und das ist halt alles irgendwie sehr fragwürdig und ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich finde den Grafikstil echt immens hübsch. Was wir hier so im Trailer sehen, ist unfassbar schön. Es ist so hübsch. Und ich würde sagen, es ist halt wirklich, es ist halt die Grafik aus der Mario Kart 8 Map. Also es kommt schon sehr, sehr, sehr nah ran. Wenn nicht sogar, würde ich sagen, es sieht sehr, sehr, sehr viel besser aus. Ich bin so, so, so dabei, was das Grafische angeht. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie Leute das tatsächlich mit dem Handyspiel vergleichen und sagen, ja, das sieht ja aus wie das Handyspiel. Und ich denke mir dann so, habt ihr Augen? Ich finde es sehr, sehr, sehr toll, dass man zu 8 auf der Map rumlaufen kann und dass jetzt ein größerer Wert auf Koop gelegt wird, weil man ja in New Leaf halt einfach kaum irgendwas machen kann, wenn andere Spieler auf der Map sind. Und so wie es aussieht, kann man in dem Spiel hier jetzt wirklich alles zusammen machen. Und das ist etwas, was ich sehr, 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 sehr toll finde. Ich finde es ebenfalls eine extrem großartige Entscheidung, dass man normale Items jetzt auf der Map platzieren kann, was einem sehr, sehr viel Variationsfreiraum in der Gestaltung der ganzen Map gibt, was ich ganz toll finde. So die Stadtprojekte aus New Leaf, die waren ja okay. Ich fand es nur einfach super doof, dass man die freischaltete, indem die Bewohner auf einen zukommen müssen und dann man durch Zufall irgendeins der 89 Dinger freigeschaltet bekommt und dass da halt ein tolles drunter ist. Das ist halt super selten und super unwahrscheinlich und finde ich nicht so toll. Bin ich nicht so der Fan von. Und ich finde daher die Idee hier, dass wir wirklich alles auf den Boden stellen können und alles so anordnen können, wie wir es möchten, super toll. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir Bäume ausgraben können und die dann einfach als Item mitnehmen. Das ist ungewöhnlich. Und ich bin auch kein Fan davon, dass man Bäume anscheinend jetzt 8-mal hauen kann, bevor sie umfallen. Ich glaube, das war vorher ja 3-4-mal und dann sind sie halt umgefallen. Und auch, dass die Axt keine Markierung am Baum hinterlässt, wenn man dagegen haut, das ist auch sehr komisch. Also es fühlt sich da halt an, als ob die Bäume einfach aus Stahl bestehen und einfach nur Items droppen, indem du gegentrittst. Und das fühlt sich noch nicht so ganz natürlich an, was etwas im Kontrast dazu steht, dass ich, wie ich finde, sehr, sehr viel Natürliches zumindest zum Stil, reden ist schwer, zum Stil passend natürliches, wie hier in dem Trailer sehen.
Und es ist halt irgendwie so ein starker Kontrast. Aber ich glaube, da sie noch 8 Monate haben, ist das definitiv was, wo sie ein bisschen dran feilen werden. Ich bin halt extrem davon begeistert, was man für Möglichkeiten hat, seine Insel hier auszustatten. Ich meine, der eine Shot im Trailer, wo halt der Grill da steht mit dem Stuhl und dem Grilltisch und dem Ofen da im Hintergrund und dem wunderschönen kleinen Haus, was da steht, wo man halt nicht weiß, okay, wohnt da jetzt einfach ein Bewohner, wohnt da irgendein Tier mit dem kleinen Brunnen, den man dann da sieht, wenn man da langläuft. Es ist halt übelst hübsch und ich finde, das ist einfach so ein schöner Grafikstil, weil das einfach der ideale Shot ist, um zu zeigen, was man aus dieser Insel machen kann, wenn man dann irgendwann mal seine, keine Ahnung, 20, 30 Spielstunden hat. Entsprechend verstehe ich dann noch hier die Kritik nicht, dass so viele Leute gesagt haben, die Map ist ja voll leer, wo ich mich dann frage, habt ihr jemals ein Animal Crossing gespielt? Die Map ist immer leer, wenn ihr das Spiel startet. Das ist der Sinn dieser Map, dass sie leer ist. Und dass ihr halt die Map selber auffüllt letzten Endes. Halt in keinem anderen Spiel als Animal Crossing ist es halt einfach der Sinn des Spiels, dass ihr eine leere Map nehmt und sie halt mit Dingen füllt und letzten Endes einfach nach euren Wünschen gestaltet. Das fing halt mit New Leaf an, wo es immer noch recht limitiert ist und die Bewohner halt einfach auch hingezogen sind, wo sie Bock hatten, zu diesem Spiel hier, wo ihr halt wirklich komplettes Sagen über die ganze Insel habt. Wenn ihr einen Bewohner anscheinend haben möchtet, baut ihr ein Haus und dann zieht irgendwann dort jemand ein, anstatt dass einfach jemand einzieht. Wenn ihr einen Weg verlegen möchtet, könnt ihr das Ganze planen, wie ihr möchtet. Wenn euch ein Stein im Weg liegt, könnt ihr ihn einfach kaputt machen oder wahrscheinlich sogar aufsammeln und irgendwo anders hin platzieren, so wie es halt aussieht. Und ich finde einfach, die Menge an Freiheit, die einem in diesem Spiel für das Gestalten der Insel gegeben wird, ist absolut enorm und das ist unfassbar cool, weil das genau das ist, was ich in Animal Crossing New Leaf einfach vermisse. Das Einzige, was ich durchaus auch ein bisschen schade finde, was auch viele angemerkt haben, dass halt so ein bisschen die festen NPC-Häuser fehlen, dass wir halt kein Rathaus haben, wir haben keine Poststelle, wir haben kein Museum, wir haben essentiell halt nichts, außer unser kleines Zelt am Anfang. Und das vermisse ich tatsächlich auch. Andererseits geht es ja auch darum, dass wir unsere ganze Insel so gestalten, dass dort ein Dorf entsteht, welches dann ebenfalls diese ganzen Geschichten besitzt. Das bedeutet, es ist unsere Aufgabe, das Museum zu bauen. Es ist unsere Aufgabe, irgendwann mal einen Shop zu bauen. Es ist unsere Aufgabe, ja, halt alles zu bauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch relativ schnell gehen wird, dass man die essentiellen Gebäude auch wirklich schnell da hat. Und sobald man ein Rathaus gebaut hat, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Melinda zum Beispiel dort dann auftauchen wird und sagen wird, wow, Bürgermeister, Sie haben sich aber schon wirklich gut gemacht und ich hätte nie gedacht, dass Sie meine ganze eigene Insel besitzen würden. Und was ich jetzt hier noch so ein bisschen erfahren wollen würde, ist, gibt es dann zum Beispiel die Insel vom Turtle noch? Kann man da auf die Urlaubsinsel noch fliegen? Gibt es da die ganzen Minigames wieder? Gibt es die 1A-Früchte noch? Das wäre auch etwas, was mich sehr, sehr interessiert, weil jetzt in der Gameplay-Präsentation habe ich zumindest keinen 1A-Apfel gesehen. Und natürlich auch, mega wichtig, was für neue Tiere gibt es? Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel, was mich an dem Spiel interessiert. Insgesamt gehe ich aber mit einem sehr, sehr angenehmen und sehr, sehr guten Gefühl raus. Auch wenn ich traurig bin, dass das Spiel nicht mehr 2019 erscheint, habe ich lieber, dass sie letzten Endes ein gutes Spiel abliefern, als ein Spiel, das sie jetzt aus der Tür rausdrücken. Hauptsache, es wird ganz schnell fertig und dann letzten Endes einfach irgendwie 1000 Bugs hat und 15 Features fehlen und alles jetzt nach und nach nachgepatcht werden muss und dann letzten Endes alle geheult hätten, dass das Spiel ja gar nicht so toll geworden ist, wie es hätte sein sollen. Sie hätten es letzten Endes doch lieber verschieben sollen. Daher, meine Meinung, nehmt euch hier die Zeit. Es sind eh nur 3-4 Monate, die wir hätten länger warten müssen und das finde ich vollkommen in Ordnung. Es gibt so viel zu spielen in 2019, dass ich das nicht schlimm finde, dass wir halt bis März warten müssen, bis das Spiel dann rauskommt. Und letzten Endes habe ich auch lieber, dass ein Animal Crossing im Frühling oder im Sommer erscheint, als im Herbst oder im Winter, wenn halt alles voller Schnee ist oder die Bäume gerade ihre Blätter verlieren. Daher finde ich, ist das eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare Entscheidung, dass sie das jetzt ein bisschen später releasen. Ansonsten ja, wären das meine Gedanken zu der ganzen Geschichte. Ich freue mich darauf, wenn wir baldigst noch mehr zu dem Spiel sehen, weil ich glaube, jetzt bekommen wir ein bisschen regelmäßiger Informationen. Und ich prophezeie auch nochmal, dass wir höchstwahrscheinlich eine eigene Direct zu der ganzen Geschichte bekommen werden. Daher bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet und ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf den Release des Spiels. Ich werde die Augen offen halten, ob es noch weitere Infos zu Animal Crossing New Horizons gibt und sobald ich die habe, werde ich natürlich sofort ein neues Video machen. Daher lasst unbedingt ein Abo da und macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Videos wie dieses sind viel Arbeit, daher ist ein Daumen nach oben gern gesehen, wenn es euch gefallen hat.
Und zu guter Letzt, was haltet ihr von dem Spiel? Seid ihr positiv gestimmt oder möchtet ihr lieber etwas Altmodischeres haben? Postet eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich auf ein paar rege Diskussionen. Ansonsten, falls ihr meine Arbeit wertschätzt, ein kleiner Euro auf Patreon hilft mir dabei, diese ganze Sache noch effizienter und besser zu gestalten. Daher danke ich hier fürs Zuschauen, hoffe ich sehe euch beim nächsten Mal wieder und bis bald. Tschüss! Hiermit ein Riesendank an alle, die mich auf Patreon supporten, besonders an Angela, Serendipity, Lucas, Ethan, Sena, Pixelkitty, Dragonrider Loki, Radiant Squid und Marcel. Falls ihr auch hier genannt werden möchtet, einen Link zu meinem Patreon findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank!